Ist die falsche 9 nur noch zweite Wahl? Kai Havertz saß gegen Spanien 90 Minuten auf der Bank und schon diskutiert Fußball-Deutschland, ob er seinen Stammplatz verloren hat. Bundestrainer Hansi Flick dementiert entschieden. Kai Havertz hat nicht wegen schlechter Leistung nicht gespielt, sondern Kai Havertz hat eine Erkältung gehabt und deswegen haben wir ihn dann rausgenommen für dieses Spiel, von Anfang an zu spielen, weil es einfach auch dann zu gefährlich war. Der Chelsea-Profi ist fit für die Startelf gegen Costa Rica. Doch auch Niklas Füllkrug müsste nach seinem Joker-Tor gegen Spanien eigentlich gesetzt sein. Schöner Versuch, aber das werden wir morgen dann sehen. Leroy Sané, der nach seiner Einwechslung neuen Schwung gebracht und seine Verletzung auskuriert hat, wäre ebenfalls bereit zu starten. Wir haben die Situation mit ihm auch besprochen, mit dem Arzt besprochen, mit seinem Therapeuten besprochen und sind dann übereingekommen, dass wir so machen, wie wir es dann letztendlich auch durchgezogen haben. Und ich denke, das war die richtige Entscheidung. Er hat keine Probleme, also von daher auch er, wie so viele andere, auch eine gute Option für dieses Spiel. Option. Flicks Lieblingswort vor dem entscheidenden Gruppenspiel, das gewonnen werden muss. Jeder hat eine Chance. Sogar Rückkehrer Mario Götze, der nur zu einem Kurzeinsatz gegen Japan kam und bisher eher Mitläufer ist. Das kann sich aber jederzeit ändern. Mario, muss man einfach auch dazu sagen, auch bei uns im Training, es ist einfach auch da eine gute Qualität. Er ist sehr ballsicher, er weiß genau, in welchen Raum er sich aufhalten muss. Und vor allen Dingen ist er auch der letzte Pass einfach klasse. Und das sind die Dinge, die wir von ihm auch brauchen. Und wir werden sehen, wie wir ihn integrieren. Aber die Qualität absolut, wirklich auch zu Recht hier dabei bei dieser Weltmeisterschaft. Auch gegen Spanien wäre ich eine Option gewesen. Aber man muss einfach auch sagen, manchmal verlaufen halt Spiele ein bisschen anders. Und deswegen muss man darauf auch reagieren. Und ich denke, die Art und Weise, oder wie wir ausgewechselt haben, war natürlich dann am Ende genau richtig, weil wir einfach auch Speed gebraucht haben. Und deswegen ist es aber immer noch so, dass wir von ihm mehr als überzeugt sind. Ein hervorragender Kader, gespickt mit vielfältigen personellen Möglichkeiten. Sollte der Achtelfinaleinzug trotzdem misslingen, will Flick keinesfalls zurücktreten. Ich kann es bestätigen von meiner Seite aus. Ich weiß nie, was ansonsten dann noch kommt, aber ich habe Vertrag bis 2024 und ich freue mich natürlich dann auch auf die Heim-EM, aber das ist noch lange hin. Ansonsten ist es so, dass wir ins Spiel gehen und wollen natürlich versuchen, möglichst das Spiel auch schnell klar zu machen, auch dann auf dem anderen Platz ein bisschen Druck auch auszuüben. Wir wissen natürlich auch, dass es sehr, sehr schwer wird gegen eine Mannschaft, die wirklich sehr, sehr defensiv wahrscheinlich spielen wird. Trotzdem müssen wir das tun und da geht es natürlich auch darum, dass wir genau diese Einstellung, die wir im Spiel gegen Spanien hatten, auf den Platz ziehen. Es ist ein vorgezogenes Finale für das DFB-Team. Im Kräftemessen mit Costa Rica zählen nur 3 Punkte, sonst ist zum zweiten Mal in Folge nach der WM-Vorrunde Schluss. Sollte das wirklich passieren, hätte Fußball-Deutschland gravierendere Probleme als die Diskussion um den Stammplatz von Kai Havertz.